Значит, мы в последнее время, вот когда отмечаем праздники, всегда открываем одну и ту же. Und wenn wir in der vergangenen Zeit Festtage gefeiert haben, haben wir immer wieder das gleiche Kapitel aus dem dritten Buch Mose aufgeschlagen. Levitikus, Kapitel 23, wo wir lesen, второй стих: «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, которые должно созывать священные собрания, вот праздники мои». Und hier steht geschrieben: «Sage den Söhnen Israels und erzähle ihnen von den Festen des Herrn, dass heilige Festversammlungen einberufen sollen. Das sind meine Feste». И мы уже говорили не раз, что мы считаем по привычке, говорим, вот еврейские праздники, еврейская Пасха, там, Йом-Кипур, там другие праздники. Und wir haben schon noch darüber geredet, wir sehr gerne in christlichen Kreisen so sagen, ja, das sind so jüdische Feiertage, jüdisches Pesach, jüdisches Йом-Кипур, jüdisches das und jüdisches jenes. А Бог говорит, это мои праздники. Und Gott sagt, das ganz einfach, das ist mein Fest. Значит, мы должны, если мы читаем, если мы почитаем это слово, если мы считаем, что это слово от Бога, то по крайней мере мы должны принимать во внимание вот то, что здесь написано. Dann sollten wir das zumindest in unseren Aufmerksamkeits, so ist mal, Bereich bewegen. И постараться понять, что Бог вкладывал в это понимание. Und zu versuchen zu verstehen, was Gott in dieses Verständnis hinein investiert hat. Потому что написано, weil geschrieben steht, что ни одно слово, исходящее из уст Бога, не остается без силы. Weil das kein Wort, was aus dem Mund Gottes rauskommt, здесь нет никаких сомнений, потому что прямо написано, сказал Бог Моисею. Gott spricht zu Moses, spricht, да. Steht dort. И начинается с Шаббата. Und dort beginnt es mit dem Shabbat. Юноша имел откровение о том, что Шаббат, кто празднует, Christian hat vorhin erzählt, dass diese Offenbarung für sich bekommen hat. Shabbat ist ein Fest. Это еженедельный праздник Бога. Das ist ein Fest, was wöchentlich aufkommt. Kommt. И вот, значит, мы читали Исайя, и мы читали вот недавно, говорили о Rosh Hashanah. Wir lesen von Pesach, von Rosh Hashanah. Там же написано, что через 10 дней. Und da steht nach Rosh Hashanah, 10 Tage Yom später, Kippur. Soll sein Yom Kippur. Yom Kippur. В течение 7 дней приносите 7 Tage vorher. Вот, и сказал 26 стих. 26 Vers. И сказал Господь Моисею, говоря, und sagte Gott zu Moses und sprach: Также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Богу. Никакого года, дела не делайте, семь дней в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас перед лицом Господа Бога вашего. И всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать так какие-нибудь дела в тот день, я истреблю ту душу из народа сего. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши и во всех жилищах ваших. В общем, очень такая интересная строка, которую обычно христиане не очень-то привыкли обращать внимание на это. Lass uns mal lesen, und hier steht geschrieben, am 10. Tag in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten, aus Brot, und eure Seelen demütigen und dem Herrn Feueropfer bringen. Ihr sollt an diesem Tag keine Arbeit verrichten, denn es ist der Versöhnungstag. Zu eurer Versöhnung vor dem Herrn, eurem Gott, welche Seele sich aber an diesem Tag nicht demütigt, die soll ausgerottet werden. Moment, ich bin noch nicht fertig mit dem. Aus ihrem Volk. So. Und welche Seele an diesem Tag irgendeine Arbeit verrichtet, den will ich vertilgen mitten aus ihrem Volk. Ihr sollt keine Arbeit verrichten, das ist eine ewige, gültige Ordnung für eure Geschlechter an allen euren Wohnorten. Und deshalb übersehen wir
sehr gern und schnell. Also ein Tag der Reinigung. Не очень понятно, от чего очищаться, зачем очищаться, чем die Frage kommen, ja, wovon sollen wir uns reinigen oder wozu ist das Ganze gut? И существует множество, большая литература, еврейская и христианская. Es gibt sehr, sehr viele Bücher und Literatur im jüdischen Bereich und im christlichen Bereich zu diesem Thema der Reinigung. И в этот день, когда стоял храм, und in diesem Tag, damals, oder der Tempel gestanden hat, der Priester, der hohe Priester, приносил сначала жертвы, искупляющие собственный грех и грех семьи, который мог совершить. Ein Opfer für die Sünden seiner selbst und seiner Familie. Потом приносились жертвы за искупление грехов всего Израиля. Und dann gab es eine Opferordnung für die Opfer, ja, für die Sünden des ganzen Israels. И традиции, складывающиеся так достаточно долго, в течение тысячелетий. Und diese Tradition, die sich so seit Jahrtausenden so gegründet hat. Они определенный ритуал отработали в этот день, в служении во храме. Bestimmte Rituale erarbeitet so des Dienstes im Tempel an so einem Tag. И выбирались два козла. Одинаковые совершенно как близнецы. Dann war zum Beispiel eine Sache, dass man zwei Ziegenböcke gewählt hat, die so ähnlich wie möglich waren, am liebsten fast gleich waren. Один приносился на жертвенники как жертва за грех Израиля. Der eine wurde auf dem Altar zum Opfer gebracht für die Sünden des Volkes Israel. А второй на него накладывали руку священники и возлагая руки, произносили все грехи, которые Израиль мог совершить. И на него, значит, возлагали все грехи, и его отпускали пустыню. Und bei dem anderen war es so, dass dann die Priester, nur Priester, dann die Hände auf den anderen legten und alle Sünden, die möglicherweise in Israel gewesen sind, in der Zeit aufgezählt haben und das heißt, die Sünden auf ihn gelegt haben und dann hat man den in die Wüste entlassen. И дело в том, что, вы помните, конечно, каждый в культуре, наверное, немецкой, не знаю, в русской культуре есть вот это козел отпущения выражение. Und vielleicht kennt ihr das, dass in Russisch gibt es so eine Redewendung, das Sündenbock. Das hat man das genannt, also Deutsch. Und in Russisch, der Bock, der entlassen wurde, quasi diese Wüste, also in der Bedeutung. И в этом и подразумевает смысл того, что на него, на этого человека возложили как бы всю вину за что-то, что он делал, не делал, неважно. Но он стал козлом отпущения, на него возложили. Und immer wenn jemand so beschuldigt wird für irgendjemand für irgendwas, dann sagt man, du bist der Sündenbock, also du hast zu tragen, ob egal, ob du es warst oder nicht, aber du hast diese Position und diese Auftrag. Вот. И получалась такая вещь, что его не просто отпускали. Там очень глубоко, там очень много можно говорить, потому что это, в общем, очень сложная и глубокая тема, потому что это ключевой. Und das ist sehr, sehr tiefes Thema. Das, da könnte man wirklich sehr, sehr, sehr lang darüber reden und lehren. Ja, aber heute? Это очень важный праздник, это ключевой, можно сказать, праздник в жизни еврейского народа. Aber das ist ein Schlüsselfest in der Ordnung und dem Verständnis des jüdischen Volkes von sich aus. И когда этого не просто отпускали козла, человек его отвозил в пустыню, отводил его в пустыню. Und es ist nicht einfach so, dass man ihn losgelassen hat, sondern einer hat sich das die Aufgabe übernommen und hat ihn begleitet bzw. hinausgeführt irgendwo weit in die Wüste hinein. И сбрасывался со скалы. Dann wurde von einer Schlucht runtergestürzt. И козел разбивался насмерть. Dieser Bock, der ist dann zerschellt unten. И считалось, что эти грехи, они выброшены в пустыню, и значит на еврейском народе уже не присутствуют. Und es gilt dann im Verständnis, dass dann diese Sünde quasi mit diesem Sündenbock runtergestürzt wurden und nicht mehr das Volk als solches belasten. Я сейчас задержусь немножко на этом эпизоде, чтобы diese Episode nochmal halten haben und nochmal genauer darauf eingehen. Значит, существовал этот обряд, и выглядел он примерно так. Одного козла забивали, на жертвенник возлагали, а кровь его вносили в святая святых. Also der eine, nochmal, Ziegenbock wurde geschlachtet und sein Blut, und der wurde dann geopfert auf dem Altar, aber sein Blut wurde in das Heiligtum und ins Allerheiligste gebracht.
А на рога жертвенного животного привязывалось либо это была не толстая нить шерстяная красного цвета, либо лоскут ткани. Und, второго животного, или... этого животного, который был забит на алтаре, и второй кусок на воротах, на дверях храма крепился. Entweder einen roten Wolf haben oder roten, also Fetzen von Stofffetzen an die Hörner des ersten Ziegenbockes, der welches geschlachtet und zum Opfer gebracht wurde, gebunden wurde. Und ein zweites Teil davon wurde noch an die Tür zum Tempel befestigt. У пророка Исаии написано, если грех твой багряный, как снег убери, если грех твой красный, сделаю белым, как волна. Волна – это белая вещь. Und in Jesaja steht geschrieben, wenn deine Sünden auch so rot sind wie Blut, will ich sie weiß machen. Und diese Bibelvers? И в этот момент, когда разбивался насмерть козел, и священник ходил в святая святых, в этот момент народ находился во дворе храма, и все пристально смотрели на вот эти метки эти красные. Und in dieser Zeit, wo der eine Ziegenbock in der Wüste von runtergestürzt wurde und hier aber im Tempel dann der hohe Priester ins Allerheiligste ging, da hatte das ganze Volk auf diesen Stofffetzen oder diesen wolffarbenen Roten geschaut. Und dieses Stück Wolle hat sich dann in weiß verwandelt, wurde weiß in weiße Wolle vor Augen von tausenden Menschen. Und das war so über tausende Jahre, weil es war in dem Zeitpunkt, wo es nur wo in der Wüste waren, dann im ersten Tempel, im zweiten Tempel, überall hat sich das so, es war so. И народ взрывался ликованием. Господь простил грех Израиля на этот год. Stell dir vor, die ganzen Leute, die da standen, die sind in so einem Jubel ausgebrochen. Der Herr hat die Sünden seines Volkes weggenommen. Момент. Это дело в том, что это был момент прощения грехов в национальном масштабе, в масштабе еврейского народа. Das war eine Geschichte, wo auf der Ebene, der nationalen Ebene quasi, also bezüglich der ganzen Juden, diese Vergebung stattgefunden hat. Еврейские писания духовные, которые называются Талмуд, они содержат множество трактатов, так называемых, в том числе и трактат Йома, который описывает этот праздник. Und im Talmud stehen viele solche Geschichten drin und unter anderem auch die genaue detaillierte Beschreibung von diesen Festlichkeiten. И вот этот источник исторический достаточно точный указывает на то, und diese Quelle aus dem Talmud deutet sehr direkt darauf hin, что за 40 лет до разрушения храма, dass ungefähr 40 Jahren bevor der zweite Tempel zerstört wurde, лоскут перестал делаться белым. Diese Stofffetzen oder Wollfaden hat aufgehört, weiß zu werden. И раввины пишут, который Господь сказал нет кровавым жертвам. Die Rabbiner aus der damaligen Zeit haben das niedergeschrieben. Der Herr sagt nein zu den Blutsopfern. Вся Тора, вся Библия, что дана Богом человеку, там она построена на одном, на искуплении греха. Und die ganze Tora und das drumherum ist eigentlich auf einem aufgebaut. Es geht um die Vergebung der Schuld. И искупление это осуществлялось кровью. Кровью невинного вместо виноватого. Вот был принцип Бог дал по милости своей. Und diese Vergebung und dieses Wegwischen oder Wegnehmen der Schuld wurde so gemacht, dass es eben ein Nicht-Schuldiger für die Schuldigen oder den Schuldigen stirbt und damit den Preis bezahlt. Тысячу лет, больше, полторы тысячи где-то. Über 1000 Jahre, anderthalb. Принцип работал. Hat dieses Prinzip funktioniert. Потому что люди из Рима видели, что вот он сигнал, что Бог простил. Чудо происходило. Weil die Leute das auch visuell gesehen haben, dass diese Fetzen weiß wurde. И вдруг это свидетельство Божьего прощения перестало работать, перестало funktionieren. Funktioniert dieser Ansatz nicht mehr.
Если мы представим себе, что за 40 лет разрушения храма, храм был разрушен в 70-м году. Und wenn wir uns das vorstellen, der Tempel wurde zerstört im Jahre 70 nach Christus. Minus 40 лет. Minus die 40 Jahre. Получается 30-й год. Ungefähr das Jahr 30. С учетом ошибки начала летоисчисления, которое Дионисий младший монах допустил при расчете дня рождения Христа, получается, ошибку этого вычислили, получается, что Христос был распят в 30-м году. Und wenn man die Fehler in der Zeitrechnung, die ein Mönch mal gemacht hat, differenziert gemacht hat, einschließt, dann kann man sagen, Jesus ist gerade in diesem Jahr 30 geopfert oder ist gestorben. И он был распят на Песах, а уже на Йом-Кипур эта лента, этот лоскут перестал краснеть. Interessant, er ist zu Pesach gekreuzigt worden. Und 10 Tage später hat es aufgehört, dass diese Fetzen weiß wurde. Еврейские раввины, не принявшие Иешуа как Машиаха, они это свидетельствуют, потому что это было, и они честно это объясняют. Говорят, но не объясняют и не комментируют. Die jüdischen Rabbis der Zeit, die an Yeshua nicht glauben, die erklären das nicht, aber dokumentieren das sehr ehrlich, dass es da stattgefunden hat. Мы, читая это, не можем не принимать и не понимать, что произошло. Und wir, die wir heute das lesen, können das nicht annehmen, also dagegen stehen, wir müssen es verstehen oder annehmen. Прошло, произошло. Эпохальное, космическое событие прошло, произошло искупление человеческого греха кровью праведного святого Машиаха. Es ist etwas Epochales, etwas, was alles übersteigende stattgefunden hat, das durch das Blut eines Nichtschuldigen die Schuld aller anderen getilgt wurde. И когда он умирал, und als er im Sterben war. Значит, мы помним, в Евангелии наступила тьма и порвалась завеса надвое в храме. Und der Tempel, der Vorhang zum Allerheiligsten, ist zerrissen worden in der Mitte. Мы знаем, что нас разделяет с Богом грех. Und wir wissen, dass uns und Gott die Sünde trennt. И ежегодное искупление греха Израиля происходило на Йом-Кипур. Und die alljährliche Sühnung der Schuld fand statt an Yom Kippur für ganz Israel damals. И когда произошло искупление греха для всего человечества, для всего живого, которое обитало на этой земле в этот момент, произошло, значит, событие, которое показало, что Бог больше не отделен от человека. Wegen Tod Jeschuas zeigt Gott, dass etwas geschehen ist und er ab dem Zeitpunkt durch diesen Vorhang nicht mehr getrennt ist von der Menschheit. Эта завеса была толщиной в ладони. Вот такой толщины была завеса. Dieser Vorhang, das ist Information, das war kein billig Dünnstoff, sondern war so dick wie eine Handbreit. И она разорвалась сверху донизу. Das Ding riss von oben bis unten durch. Это говорит о том, что Бог стал ближе своему народу, он стал доступен. После смерти искупления греха, крови, искупительной крови Иешуа. Dieses Zerreißen dieses Vorhangs ist ein solches Zeichen, dass nachdem das Blut Jeschuas geflossen ist, dass dem Volk Gottes der Zugang zum Allmächtigen Йом-Кипур принято называть судным днем. Йом-Кипур, sagt man, das ist Gerichtstag. На самом деле, Тора говорит о том, что суд происходит на Новый год, на Рош-Ашана. Aber wir wissen, dass das auch nach dem jüdischen Verständnis, also dieses Gericht als solches eigentlich schon zu Rosh Hashanah stattfindet. А на Йом-Кипур озвучивается, объявляется приговор Бога, кто будет жить, кто должен умереть, кто должен и все остальное. Йом-Кипур ist dann 10 Tage später eben der Tag, an dem das preisgegeben wird, wer im Buch des Lebens eingeschrieben ist, wer weiterleben wird und wer nicht. И когда мы смотрим, вот первую книгу Моисея, когда wenn wir den ersten Buch Mose lesen,
то мы знаем, если внимательно читаем, сопоставляем все, то мы знаем, что были даны на наш год были даны такие, как их называют? Заповеди. Заповеди, эти доски, скрижали завета были даны. И спустился Моисей в этот день с первой его поход на гору Синай, и он спустился с двумя скрижалями, которые Бог ему вручил. Они были изготовлены полностью Богом, и на них были текст этого закона. Wir lesen das zum Shavuot, zu dem Fest, also Moses, das erste Mal, wo er hochgegangen ist auf den Berg und von Gott die Gesetzestafeln bekommen hat und sie runterbrachte. И помните, что произошло? Он увидел идол золотого тельца, народ поклоняющийся. Das Interessante ist, ihr wisst, was da passiert ist. Er kam runter und er sah das Volk, was eben Götzendienst betrieben hat. И он разбил эти скрижали. Und er hat diese Tontafeln zerschmettert. Ну, Тора не объясняет, зачем он это сделал. Die Tora sagt nicht, warum er das gemacht hat. Можно сказать, что он в гневе своем он бросил, но с другой стороны, можно сказать, как ты бросил то, что Бог тебе дал в руки, как ты смел разбить это. Könnte man sagen, dass das aus Zorn über das, was das Volk da gemacht hat, getan hat, aber dann würde man fragen, wie kannst du das zerstören, was Gott dir gegeben hat? Оказывается, при ближайшем рассмотрении это было не просто так. Он разбил, потому что это, если бы он их оставил, согласно этому закону, который Бог дал, еврейский народ подлежал уничтожению за идолопоклонство, за нарушение завета с Богом. Aber da ist es viel tiefer, als wir denken. Denn das war ein bewusster Akt von Moses, indem er diese Tontafel zerschlagen hat, hat er für das Volk gehandelt. Das heißt, hätte er diese Gebote, die Ordnung Gottes ins Volk hineingebracht, müsste das Volk in dem Moment aufhören zu existieren, weil es für den Götzendienst vernichtet werden müsste. Und он спас от расправы мгновенного гнева Всевышнего перед своим народом. Und damit hat eigentlich das Volk in Schutz genommen vor diesen momentanen und sofortigen Umsetzung der vielleicht ja der Reaktion Gottes. И он снова взошел на гору, и он молился 40 дней снова. Ist wieder auf den Berg gegangen und 40 Tage gebetet. О прощении греха еврейского народа. Und bat die Vergebung der Sünden des jüdischen Volkes. И когда он спустился с новыми скрижалями, und als er runterkam mit neuen Tafeln, это было сигналом того, что Бог простил свой народ. War das ein Zeichen dafür, Gott hat seinem Volk vergeben. И это было на Йом-Кипур. Бог das простил свой народ. Поэтому это очень такой ключевой момент в истории вообще всего человечества. Das ist ein Schlüsselmoment in der Geschichte der gesamten Menschheit. Значит, что мы празднуем сейчас и что празднует еврейский народ? Dann ist die Frage, was feiern wir und was feierte das Volk Israel oder feiert heute? Когда ортодоксальный иудей говорит, что я исповедую закон Моисея, wenn ein orthodoxer Jude sagt, ich bekenne mich zum Gesetz Mose, он, ну, мягко говоря, ошибается. Dann, wenn man weich ausdrückt, folgt einer Verehrung. Или лукавит. Oder ist unehrlich mit sich selbst. Потому что закон Моисея и ключевая задача, ключевая точка закона Моисея – это искупление греха кровью. Denn die Tora des Moses ist komplett darauf aufgebaut, das ist die Vergebung der Sünden durch das Blut oder das Fließen des Blutes eines der nicht Unschuldigen beinhaltet. С разрушением храма в 70-м году, mit der Zerstörung des Tempels 70 nach Christi, такой возможности нет. Gibt es diese Möglichkeit so nicht mehr. Возникает вопрос. Es entsteht die Frage. Либо накапливается грех, потому что он не искупляется по закону Моисея кровью. Entweder ist diese Sünde, dass sie also zunimmt und immer mehr wird und aufgesammelt wird, weil sie ja nicht mehr vergeben wird nach dieser Ordnung des Moses. И тогда, как пишет Тора в отношении, например, Ханана, написано, что исполнилась чаша гнева Господня за грех этого народа. Und dann passiert es das, was über Ханан gesprochen wird, das sagt, und die der Kelch des Zorn Gottes ist gefüllt. Так вот, чаша Божьего
Ева, она исполняется народом этими грехами, которые не искуплены кровью, согласно закону Моисея. Und wenn man nach dem Torah des Moses geht, dann ist dieses Erkennt gefüllt mit Sünden, die nicht mit dem Blut erkauft wurden. Тогда наступает Холокост. Und dann beginnt Holocaust. Тогда не отвечает своей кровью невинный за виноватого, а виноватый сам отвечает. Dann antwortet nicht mehr der Unschuldige, Schuldigen, sondern der Schuldige muss für seine Vergehen den Preis bezahlen. Oder, Oder wir sehen auch die zweite Variante, dass Jeshua derjenige war, oder das Opferlamm war, was die Sünden nicht nur des Volkes, sondern der gesamten Menschheit auf sich genommen hat. Und всякий, кто Und jeder принимает это, dieses annimmt, он даже не приходит на суд. Wird nicht mal im Gericht erscheinen. Иоанн 5:24, поставьте, пожалуйста. Johannes 5:24 steht geschrieben. Истинно, истинно говорю вам, слушающий мое слово и верующий, пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wer im Glauben annimmt, denn das Opfer des Maschiach, wer das Wort seiner selbst in seinem Herzen aufnimmt, Кто принимает крещение, вот как собирает, хочет брат нас сделать. Wer die Taufe annimmt, wie unser Bruder heute vorhat. Кто имеет Господа в своем сердце Спасителя. Der hat den Herrn in seinem Herzen als Retter. И постоянное искупление тех ошибок, которые может нечаянно допустить. Und auch die Vergebung aller Schuld, die er getan hat oder tun kann. Принцип Торы, принцип Библии, он исполняется, просто не может не исполниться. Либо это искупление в крови Ишуа, либо это смерть, опять же кровь, но только ты отвечаешь сам за свои грехи. Und damit die Bibel von ihren Prinzipien muss erfüllt werden. Es geht nicht anders. Das heißt, entweder ich nehme den stellvertretenden Tod, den Tod Ischuas für meine Sünden an, für mich selbst, oder ich muss selbst für meine Schuld die Rechnung begleichen bzw. mit dem Leben bezahlen. Und in der Zeit, wo der Tempel zerstört wurde, ist ein Rabbi auch, also ist lebend davon gekommen oder gerettet worden, ein Йоханан бен Закхай. Вот этот человек, глубоко верующий, человек, знавший, глубоко знавший Писание, человек этот понял, он видел, как разрушили храм. Это было не просто разрушение здания. Das war nicht einfach so, dass man so ein Gebäude. Это было разрушение целого вероучения, целого мировоззрения, целой жизни, духовной жизни всего. Zerstörung einer ganzen Weltanschauung, eines Glaubens, eines Lebens, einer Geschichte, eines ganzen Volkes. Представьте себе, что еврей не мог даже есть хлеб, если в этот на Шавуот хлеб не был посвящен первый сном, испеченный хлеб. С елеем посвящались и возлагались на жертвенник. Если это не было сделано, то прямо написано, что ты не можешь есть. Даже зерен не можешь есть, ничего не можешь есть, если не отнес это все положенному в храм. Сейчас я вам скажу. Und es steht geschrieben in der Schrift, dass ein Jude, der dürfte kein Brot essen, wenn er nicht zu Shavuot Levit 23,14 gebracht hat zum Tempel und dort Gott geweiht hat. Левит, третья книга, Левит 23:14. 3 Mose 23:14 steht geschrieben. Тут пишется прямо, никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни сырых зерен, не ешьте до того дня, в который принесете приношение Господу Богу вашему. Это постановление вечное в роды
ваши и во всех жилищах ваших. Da steht geschrieben, ihr sollt aber weder Brot noch geröstetes Korn noch zerriebene Körner essen bis zu dem Tag, da ihr eurem Gott diese Gabe darbringt. Das ist eine ewige und gültige Ordnung für alle eure Geschlechter. Никакое слово не исходит из уст Господа и не возвращается к нему бессильным. Kein Wort des Herrn kommt zurück, ohne es verrichtet zu haben, wozu es bestimmt ist. Вот возьмем Исаия. Давайте Исаия поставьте 55:11. Oder Исаия 55, Vers 11 steht geschrieben. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняется то, что мне угодно, и совершается то, для чего я послал его. Nochmal die Bestätigung des zweiten Zeugnisses. Also soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht leer zu mir zurückkehren, sondern ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es sende. Мы знаем из Слова Божьего, Бог сказал, это непреложно и не может подвергаться никакому сомнению, что если все продукты земли, которые Бог произведены, не принесены в жертву, не принесены в храм, то человек не имеет права их съесть. Das ist in der Ordnung, dass alle Produkte, die Erde hergibt, nicht gegessen werden dürfen. И что получается? Wenn nicht zuvor dieses получается, еврейский народ должен умереть с голоду, если он чтит своего Бога. Das heißt, wenn man dann jetzt das genau nimmt, dann müsste das Volk Gottes doch total verhungern, wenn sie Gott ehren, ihren Gott und Dora. И слово Божье проговорит прямо. Мы должны это исполнить. Das Wort sagt ganz klare Aussagen. Йоханан бен Закай видел это все. Понимал это. Dieser Йоханан бен Закай, der hat das alles gesehen. Der verstand vor allem auch die Wirkung dessen, was da passiert ist mit dem Tempel. И он приступил к тому, что начал создавать иудаизм без храма. Der hat angefangen, einen Judaismus zu prägen ohne Tempel. Он говорил так, что лучше, чтобы народ грешил, не осознавая этого, чем грешил, понимая, что происходит. Weil sein Gedanke, der dahinter stand, war, es ist besser, das Volk folgt dieser Lehre und sündigt unbewusst, als dass sie bewusst diese Sünde begehen Tag für Tag. Значит, он стал создавать иудаизм без храма. So entstand ein Judaismus ohne Tempel. И как быть с кровью искупления? Ее нет, кровь искупления. Wie soll es denn jetzt auch weitergehen? Es gibt kein Blut des unschuldigen Lammes. И в городе Ямна он обосновал академию. Und er gründete eine Akademie. И она стала разрабатывать, мудрецы и раввины, которые пришли в эту академию, они стали разрабатывать эту новую Тору. Und dann kamen eben Rabbiner Weisen von allen Stellen, die da waren, und haben angefangen, an diesem neuen Tora zu arbeiten. Впервые была создана система, при которой не надо было кровью смывать грех. Und es wurde eine Art System geschaffen, wo man die Sünden, also die Sünden weg waren, ohne dass Blut geflossen ist. И они постановили, что в те же часы, когда в храме приносили жертвы, нужно возносить молитву Богу. Dass man zu den Zeiten, zu denen nach Gottes Ordnung zu seiner Zeit Opfer gebracht werden sollten, sollten Gebete als Opfergabe an Gott gerichtet werden. Потому что в пророках написано: ем ли я мясо волов, пью ли я кровь козлов, и не все ли животные на горах принадлежат мне? Отдайте жертву уст ваших. Где это стоит? Это стоит, я тебе не могу точно сказать. Это малые пророки, это может быть. Im kleinen Propheten steht das noch geschrieben. К сожалению, я сейчас не могу сказать. Das alles, was auf der Erde ist, gehört Gott. Und er ruft das Volk über diesen kleinen Propheten auf und sagt: Gibt Gott die Ehre eures Mundes. Слова эти взяты. Entschuldigung, das Opfer eures Mundes, nicht Ehre, Opfer eures Mundes. Значит, эти слова взяты из пророков. Почему? Потому что пророки видели лицемерие народа, который приносил богатые жертвы и продолжал грешить и не собирался меняться.
И он говорит, от имени Бога, они говорили, не нужны мне эти жертвы ваши, они мне противны, потому что вы, сердце ваше в грехе, а вы приносите мне, ем ли я мясо, пью ли я, зачем вы это делаете? Das ist in einem Zusammenhang geschrieben, wo die Propheten in einer Zeit leben, wo gerade die Reichen, die sich viel leisten konnten, die haben Opfer für ihre Sünden gebracht, also nach Porsche, alles super gut, aber die könnten sich das leisten, nur ihr Leben haben sie nicht verändert, weil sie waren in der Lage, auch monetär, eben das neue Opfer morgen wiederzubringen und ist alles wieder gut. Und sie haben ihr Leben nicht verändert. Und dann hat Gott gesagt, ich will eure Opfer nicht. So entstand diese Praxis, das heißt also diese Sündenbegleichung, Sündenbegleichung durch Gebete der Buße, der des Bußgebetes vollzieht. Покаяние во Христе – это заключение мира с Богом, это избавление от собственных грехов, это возрождение к новой жизни, это принятие Духа Святого в свое сердце. Это рождение. Denn die Umkehr von unseren alten Wegen, diese Wiedergeburt, Bekehrung und dieses Lassen des Alten, des Neuen Annehmens, das ist alles wichtig. Если покаяние не во Христе, а даже по плоти, если ты просишь прощения человека, это замечательно. Но если ты покаялся перед Богом и во Христе и попросил прощения, Он тебя избавит вообще от этих повторений, от рецидивов, вот этого гнева, раздражения, злобы, которые возникают между людьми. Es ist schön natürlich, wenn wir vor Menschen um Vergebung bitten für die Schuld, die wir vor ihm gegenüber auf uns geladen haben. Aber viel wichtiger ist, dass wir dieses Schuldbekenntnis auch vor unserem Herrn Yeshua bringen, denn er befreit uns nicht von der Last der Sünde, sondern befreit uns von der Last, sündigen zu müssen oder dieses weiterzuführen oder wiederzutun. Wie wir sehen, в моих ритуалах празднования Йом-Кипур, покаяние перед Богом всего общества Израиля. В этот день собирается действительно в синагогах весь народ, даже неверующие евреи приходят все равно. Und wir sehen im Judentum auch heute, dass zu diesem Tag des Yom-Kippurs Massen von Menschen dann sich versammeln in Israel und überall, aber in Israel auch eben die dazu kommen und das Heilige wichtig halten, auch die Leute, die sonst von Gott nichts halten oder mit ihm nichts anfangen können. Und wir haben Sünden einfach so als Register drüber gelesen, von all dem, was im Volk so alles passieren kann oder möglich denkbar ist. Das heißt nicht, dass natürlich die Sünde nominal pro Sünde jedes Mal erwähnt wird, das wäre unmöglich. Начитается именно все грехи, потому что кто-нибудь в каком-нибудь варианте мог из всего народа совершать вот эти грехи. Aber es gibt also quasi die ganzen Sündenarten oder Themenbereiche werden trotzdem erwähnt, wenn irgendjemand in irgendeine Variation kann diese Sünde begangen haben können. И 10 дней между Рошашана и Йом-Кипуром еврейская жизнь наполнена таким. Значит, называется Дни трепета. Когда люди молятся, просят прощения у Бога, анализируют свою прожитую жизнь за этот год, кому они могли, кого они могли обмануть, кому они могли сказать злое слово. Вот они все время это вспоминают, каются и просят Бога о прощении. Die nennt man auch die Tage der Ehrfurcht, wo der Einzelne versucht, sich zu erinnern, wo, wie, was er irgendwo begangen haben könnte, zugelassen haben könnte oder durch Haltung jemand verletzt oder Gott verletzt haben könnte, um das bereinigen zu können. И сам процесс вот этот осознания, анализа своей жизни за прожитый период, он сам по себе хороший, и мессианские евреи это практикуют тоже. Und dieser gesamte Prozess ist ein guter Prozess, ist eine sehr wichtige Sache und auch die messianischen Gemeinden praktizieren das mit ihrem Volk inklusive auch. Но наше спасение и наше прощение в Иешуа, в крови. Wichtig ist, dass unsere Rettung von den Sünden und unsere Vergebung der Sünden ist in und durch Jeshua und sein Blut. Слово Кипур
Йом – это день. Йом heißt Tag. А Кипур? Кипур heißt. Обозначает покрытие, обозначает крышку, крышку. Also Deckel, Deckel, Bedeckung. Капорот – это покрытие. Капорот. Капорот ist eine Bedeckung. Откуда это идет? Что когда существовал как человек завета, то священник, заходя в святая святых, он эту кровь жертвенного живота брызгал на крышку ковчега. Es kommt jetzt daher oder aus der geschichtlichen Seite her, als der Hohepriester ins Allerheiligste ging, hat er das Blut, was er vom ersten Ziegenbock genommen hatte, auf diesen Deckel der Bundeslade gesprengt hatte. Уже во втором храме ковчег не стоял, но кровь заносили туда и брызгали на зарез брызгали. Und im zweiten Tempel, da stand diese Bundeslade nicht mehr, aber man hat dieses Blut dann gegen den Vorhang gehalten. Его слово покрытие, крышка, капорот. Und dieses Deckel, Bedeckung. Они стали символизировать покрытие греха кровью. War diese Symbolik, dass eben dieses Blut die Schuld bedeckt. Я могу сказать теперь с полным основанием, и вы все, конечно, со мной никто не будете спорить, что Иисус есть наш капорот, наш кипур. Und wir können damit sagen, dass unser Yeshua, unser Kaparot, unser Bedecker mit seinem Blutbedecker unsere Schuld ist. Итак, наш взгляд, also, подход. Unser Blickwinkel und Zugang всему того, что мы приняли эту смерть Иешуа, all dem, was wir angenommen haben, его искупление, sein Tod, Auferstehung, sein Opfer, это дает нам жизнь. Rettung, das gibt uns Leben. Если бы еврейский народ не имел от Бога задачу, не имел бы с ним договора, завета, то сейчас еще еврейский народ имеет большие, под Бога большие планы на тот момент, когда придет Машиах. Если бы он этого не имел, он бы давно бы исчез. Wenn Gott keine klaren Pläne auf die Zukunft Israel gelegt hätte, wenn er nicht seine Pläne öffentlich gemacht hätte, wenn er das alles in Zukunft nicht schon im Vorfeld festgelegt hätte, gäbe es vielleicht das Wort des Volkes Gottes nicht mehr. И когда мы празднуем этот праздник, wenn wir dieses Fest feiern, когда мы разбираем традиционные смысл вот этого праздника, wenn wir traditionell dieses Fest erforschen oder sehen, когда мы анализируем прошедший год свою жизнь, wenn wir unser vergangenes Jahr analysieren, когда мы осознаем то, что сделал в нашей жизни Иешуа, wenn wir verstehen, was Yeshua in unserem Leben gemacht hat, когда мы понимаем, какую ценой мы искуплены, wenn wir verstehen, mit welchem Preis wir erkauft worden sind, мы имеем жизнь во Христе и жизнь haben wir Leben in Yeshua und Leben das ewige Leben. Существует очень распространенное такое толкование истории еврейского народа, когда вся жизнь еврейского народа, собственно говоря, человечество описано в Библии, оно проецируется на годичные циклы еврейских праздников. Und es gibt diesen Ansatz des Verstehens, dass das ganze Leben der Geschichte des Volkes Israel, damit auch die Geschichte der ganzen Menschheit eigentlich, es ist eine Widerspiegelung ist von diesen Festen, die wir in diesem Zusammenhang aus dem Buch Mose lesen. В той же 23 главе Левита говорится о том, что Песах первый день, первый месяц года, 14 день. Раз Пасха Господь. Und in Песах wird zum Beispiel gefeiert im ersten Tage des ersten Monat des Jahres am 14. Tag. Это день рождения еврейской нации. Das ist der Geburtstag der jüdischen Nation. Дальше Шавуот, Пятидесятница, получение Торы в горе Синай. Kommt Shavuot, ein Pfingstfest, wo dann Torah gegeben wird. Потом осенние праздники. Dann die Herbstfeste. Значит, Иешуа пришел. Это было Песах.
Родился новый народ Божий, не только евреи. Это был Шавуот. Сошел Дух Святой. Это был Шавуот. Таким образом, то, что у нас весенние праздники уже произошли, а осенним праздникам еще предстоит исполниться в истории человечества и еврейского народа. Feste aus dem Frühjahr in Jeschua schon erfüllt worden sind, wenn man die prophetisch betrachtet, und die Herbstfeste noch vor der Erfüllung stehen oder vor uns stehen. Wir haben heute einen Schafar geblasen. Und immer wenn die Bibel oder die Heilige Schrift von Hörnern oder von Posaunen und sonstiges redet, ist immer wieder eigentlich ein Wort. Schofar steht da. Когда получал народ Тору в горе Синай, звучал очень мощно, звучал божественный шофар, там написано звук трубы был, когда дымилась вершина горы. Израиль, die Tora bekommen hat, hieß es, dass dort ein Posaunenschall zu hören war. Das war so ein göttlicher Schofar, der geklungen hat und der ganze Berg rauchte und И все пророки говорят, день Господень великий и страшный, будет звучать шафар, будет звучать труба. Am Tag, von dem die Propheten sagen, der Tag des Herrn wird gewaltig und schrecklich auch sein, wird auch dieser Schafar zu hören. День Господень – это возвращение Иешуа, это Рош ха-Шана. Das ist die Wiederkunft Иешуас, das ist das Rosh Hashanah im prophetischen Sinne. Суд. Суд, когда Иешуа будет не той жертвой, которая приходила к нам, чтобы искупить наш грех, он будет грозным судьей, и он будет судить человечество. Es wird um Gericht gehen, wenn wiederkommt, und wird kommen, die Menschheit zu richten. А на Йом-Кипур будет оглашена воля Бога для тех, кто останется жить. Для народа Божьего, для людей, которые для церкви, которая будет вознесена, и святые, которые пройдут скорбь, они все станут обновятся в своем физическом состоянии, воскреснут мертвые. Die Heiligen werden erneuert werden in ihrem Sein und die zuvor in Christus gestorbene werden auferweckt. А потом будет праздник Суккот. Und dann kommt Sukkot. Das тысячелетнее царство Машеха Христа. Tausendjähriges Reich des Mashiach, des Christus. Как это будет, мы не знаем, но что это будет, мы wie genau es sein wird, wissen wir nicht, aber dass es sein werden wird, das wissen wir. Итак, Иешуа это наш Кипур, наш Капорот. Yeshua ist unser Körper, unsere Erlösung und unsere Decke, die diese Schuld bedeckt. Итак, с праздником вас! Also, с праздником прощения, с праздником Кипур, с праздником искупления! Mit dem Fest des Yom Kippur, des der Vergebung und der Versöhnung. Благослови вас, Господь! Der Herr segne euch! Amen. Amen.